Hallo. Guten Tag. Da sind wir wieder. Gut, bleibt mal bei der Reihenfolge. So, Das war immer die Reihenfolge. weiß ich nicht. So, war früher anders, glaube ich. Egal. Nein. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, die Nacht vor zu scrollen, weil vier Menschen beim Schlafen so zu sehen dürfte langweilig sein. So, er wacht gleich auf. Das heißt, er darf gleich mal kochen lernen. Okay, gleich steht alles in Flammen. Mal schauen, was haben wir hier Ich habe alles? nie gesagt, dass ich Koch werden will. Nee, du Was? bist das Gesetz. Eben. Aber das Gesetz muss auch Eben. kochen können. Sein eigenes Süppchen. Möchtest du Waffeln machen oder Nudeln mit Käsesoße? Ja, dann Nudeln mit Käsesoße. Zum Frühstück, okay. Ah. Ja, eben. Vor allem Ich habe nie Frühstück gesagt. um Mitternacht, das ist auch super. Ich habe nie gesagt, dass ich Koch werde. Naja. Ah, und dann versifften Klamotten hier. Passt super ins Haus. Ich finde meine Kamera super. Ich liebe diesen Charakter. Jetzt nochmal die geniale Idee, diese Hängepflanze aufzuhängen, die hängt mir voll im Bild. Du hattest diese Idee. Du, so, Ja. jetzt hängst du über Spüle. Passt. Perfekt. Ja, stört ja keinen. Und sie ist immer noch im Raum, das heißt, alle sind glücklich. Außer allen. Jo. Lecker, lecker. Ja, so macht man Nudeln mit Käsesoße. Nein, das sieht gar nicht eklig aus. Du nimmst fertige Nudeln und Käsesoße und gehst mit dem Löffel durch. Dann schmeißt du es weg. Wachsende Pfanne. Lecker. Warum wie ein Chemiker riecht. Ja. Wie jetzt? Ich habe das hingekriegt? Wow. Ja. Nudeln mit Käsesoße ist das einfachste Rezept, das es gibt. Eben. So, servier mal. Ach, ich kenne schon Sims Let's Plays, wo Leute das geschafft haben, Nudeln mit Käsesoße einmal zu servieren, damit dann zwei ihre Leute umzubringen und gleichzeitig die Küche abzufackeln. Ja, aber wir sind halbwegs kompetent. Nein. Doch. Doch sind wir. Ja, So, okay, wenn wollt ihr man die dann. Betonung auf Moment. halbwegs, dann Die Nudeln nicht. kühlen jetzt also langsam aus, während. Der Rest noch schläft. Ja. Okay. Wenigstens werde ich satt. Gut ist dies. Ist jenes. Konstantin ist kriegt den Rest. Hast du die gerade aufgeweckt? Ja. Ah, okay. Beziehungsweise sind die Das ist gerade ja von selbst wach geworden, wunderschön, weil die Energie war vollkommen voll ist. ich kann Deswegen dann mal weitermachen. eben, pennt Konstantin weiter, weil seine Bahn noch nicht voll ist. Konstantin sollte man eh von Bars fernhalten. Ja. Könnte es sein. Wir reden um Mitternacht erstmal über Diebstahl. Nice. Ist super. Mr. L ist. Ja. 2 Uhr Aber morgens, die Frisur sitzt. Bis auf die seine Locke. Wie soll ja so sein? Naja. Wir können sie eigentlich ausstehen. Du mit deinem Oberkörper frei, ne? Wo Mein ist das Essen ist voll Problem teuer. dabei? Ich finde mein Essen anscheinend voll teuer. Ich auch, ne? Du auch? Du zeigst Wo es mal nicht so. Naja. So, bist du satt? Nein, bist du nicht. Also nimmst du noch was. Erstmal warten, bis er aufgeräumt hat. Perfekt! Fertig! Super! Wow, Das diese hat mal, bis er Atmen. aufgeräumt hat. Fertig! Schön, mitten im Weg, natürlich, damit keiner drumherum laufen darf. Los, langsam noch nachzuschlafen, Hitze. So. Nudeln werden kalt. So, wer muss am dringendsten aufs Klo? Alle. Bis auf dich. Ich bin halt der Beste. Nee, du bist irgendwie seltsam. Ja, sag ich doch. Du machst dir in die Hose. Sieht man doch. Am Hemd. das ergibt sehr viel Sinn. Oh, das auch. Ich rieche an der leeren Schüssel. Okay, perfekt.
Ja, ich ewig gehalten. Ah, voll, ja. Oh, selber. Oh, Markus redet wieder darüber, wie er keine Blumen leiden kann. Muss es später nicht machen. Ihr redet? Nö, ich geh jetzt. Ich geh jetzt pissen. Jo. So. Hey, so macht man das doch. Was treibt Markus? Er räumt auf. Ja, er räumt auf. Ab, ja. Ist der ordentlich? Ja, er ist ordentlich. Man setzt die Schüssel ab, steht auf, setzt sie wieder hin und hebt sie. Ja. Wundervoll. Wundervoll. Aber er hat einen magnifizenten Bademantel auch. Ja, man darf ja als Jugendlicher nichts Vernünftiges im Schlaf tragen. Nein, sicher nicht. So, hat er noch Hunger? Ein klein wenig, ja, aber... Muss reichen. Muss reichen eben. So, wo renn ich hin? Wieder ins Bett? Aha. Nee, Bett machen. Okay. Ja, bin ordentlich, das ist wohl wahr. Und ruhe mich dann aus. Joa. Brauchst einfach echt gar nicht, aber... Wir brauchen ein Bücherregal. Oh ja. Wo waren die nochmal? Unter Schränke wahrscheinlich, oder? Ich glaub nicht, das sind nur Quereschränke. Oh ja. Könnten wir aber auch einen brauchen, irgendwann zu umziehen. Aber nicht jetzt, nicht jetzt. Ja. Dann unter Miscellaneous wahrscheinlich, ne? Da habe ich gerade nachgesehen. Komfort? Ne, nicht Komfort. Boah, ja. Das ist ein Regal, keine Schränke. Nein, das auch nicht. Hobby, genau, Hobby. Ah ja, ja, klar, Hobby. Bücher. So, das Billigste natürlich. Doch, das ist mit das Größte, das Billigste einfach. Das Billy-Bücherregal habe ich hier stehen, ist super. So, und wo stellen wir es hin? Da passt doch perfekt rein. Da längs an die Wand, ja. Ja, nee, so, sonst kommen die nicht dran, glaube ich. Ja, meine ich ja, meine ich ja. Stoßen sich dann hier in der Tischkante und verbluten dann wesentlich. Fällt bei dem Tisch nicht auf. Aber den Boden. Ach ja. Du hörst auf, dich auszuruhen. Es ist keine Zeit, es leicht zu nehmen. Du lernst jetzt. So, was lerne ich denn? Was soll ich lernen? Was soll ich lernen? Was soll ich lernen? Warte, einen Brandfall. Wolltest du nicht Sauberkeit lernen? Ich wollte Sauberkeit lernen, ja, aber das ist so ineffizient von Büchern her. Ach, was soll's. Lerne ich Sauberkeit, dann lernst du zuerst kochen, dann lerne ich kochen. Ich brauche ja später. Wenn ich dann meinen Traumjob habe, so. Räumst du auf, gefälligst. Dabler. Gut. Was noch? Hunger, dann isst du noch was. Nachdem du auf Klo gewesen bist. Ohne die Hände zu waschen, natürlich. Markus? Okay. Was tut der? Das Waschbecken. Multiflash spülen. Nein, nicht dahin laufen. Ich spüle im Badezimmer. Ja, ja, das andere ist doch belegt. Eben. So, perfekte Putz Arbeitszeit. Hin. So, willst du irgendwas? Ja, du willst duschen. Okay. Du brauchst Spaß. Dann... Springe. Brauchst du noch Platz dafür irgendwo? Nö, haben wir nicht. Okay. Ich habe mir übrigens die Freiheit genommen, mal ein bisschen was pflanzen. Passt super. Die Laternen, cool. Das sind die Laternen, ja. Wo läufst du hin? Hinter dem, hinter das Haus wahrscheinlich, ja. Warum springst du nicht einfach da irgendwo, wo es Sinn machen würde? Ach, egal. Weil ich unbedingt im Halbdunkel Zeit springen will. Ja, ja. Mit seinem Mantel an. Um 5. Es ist keine Zeit, sauber zu machen, mach das Badezimmer frei für gefälligst. Blöde, blöde! Oh, schusch. So, und nun brauchst du auch Spaß. Ja, spülst erstmal, genau. Brauchst auch Spaß, erstmal spülen. Du springst ein bisschen was vom Seil und dann könnt ihr irgendwie zusammen irgendwas unternehmen. Was auch immer man um 5:30 draußen unternehmen würde. Beispringen. Ja. Richtig gut. Du Meckes fahren. Nee, jetzt machen wir um 2. Ja. Machen wir um 1-2. Das willst du mal hinsetzen. Ich werde von dem Hund. Mir schaut ein Hund beim Springseil schauen. Bist ihr eigentlich, könnt ihr auch damit aufhören und irgendwie miteinander was machen, anstatt neben der Seil zu springen? Das ist so weird, einfach zwei
Fullback Menschen, zum Beispiel, ja. Die hinterm Haus mitten in der Nacht einspringen. Es ist ja mittlerweile schon 5:30. So. Was wollt ihr denn zusammen spielen? Koi, was möchtest du spielen? Kids. Ja, ne, eine Kids-Schlacht natürlich. Okay. In ein komischer Mensch. Don't do it. Draußen, 6 Uhr, warum nicht Kissenschlacht? Kitzen hinterher. Gut, passt. Genau. So, du willst sie hinsetzen? Nein, willst du nicht. Ich habe deinen PC. Darf aber nicht. Mal schauen, was wolltest du nochmal? Genau, Geschäfte wolltest du. Ein Auto. Der hat einfach erstmal irgendwas. Hat er nicht schon einen Job? Er hatte schon einen Job, ja. Wir beide sind der Wahlkampf-Mitarbeiter. Ah, ja. Das erste Mal, das halbwegs gut bezahlt ist. Okay, was könntest du Sinnvolles tun oder auch nicht? Wetten machen. Haben wir einen Fernseher? Nö, okay. Luxus. So. Putze. Ach, gut. Jo, ne? Kannst du irgendwie mit dem Hund spielen, wenn du fertig bist oder auch nicht. Oder vielleicht lassen die beiden nicht mitmachen. Mal schauen. Bei Kissenschlacht und Kitzeln? Ja. Naja. In die Fresse. So, wo war die Mitmachoption? Kissenschlacht geht noch so zweit. Okay. Was? Wow, wie schnell ist der denn? Sehr schnell. Das kostet nicht mal was. Sehr schön. Ja, dann entspann dich halt. Wo lauft ihr jetzt hin? Das ist alles unser Grundstück. Wir dürfen das gerne, wir dürfen das tun. Ja, schon, aber... Es ist schon richtig schlimm, wenn einfach die Diagonale unseres Grundstücks einfach ein 5 Minuten Fußweg ist. Mhm. Ja, ja. Aber echt. Dem nicht. Boah, ins Gesicht. Power rein. Ah, slagged. Er ist Geheimagent, hat man schon Taktiken, ne? Mhm. Und wenn es nur Kissenschlacht ist. So. Genug gefallen ist, du lernst jetzt auch irgendwas. Keine Ahnung was, aber... Wie wär's mit Japanisch? Nicht ausrasten? Japanisch? Ja. Nee. Paarberatung. Jo, setz dich auf den Boden. Okay, was liest der? Tagebuch schreiben. Okay. Wenn du willst, dann machst du das. Durch. So, okay. Haben wir irgendwelche dringenden Sachen? Ja. Du brauchst ein paar Gemeinschaften, ja? In einer Stunde. Duschen, ja, ein bisschen was Hygiene, kann nicht schaden, dann auf Klo gehen und dann wär's das. Willst du nicht vielleicht lieber die Leute, die in der Fahrgemeinschaft und so müssen, irgendwie mal wieder aufbrezeln in der Zeit? Nö, ist alles gut, wir sind alle im grünen Bereich. Okay. Alles super, so. Markus auch, weil der muss zur Schule. Ja, Markus auch. Was ist das, Markus? Recyceln. Vor der Schule erstmal Seil springen und Kissen starr. Jo. Und das da reinbringen. Das ist normal, macht jeder vor der Schule. So, genug gelernt. Was, ich habe Donnerstag vor der Schule einen Anhänger an einen Wagen geschraubt. Bin dann was? Auf den Wochenmarkt gefahren und hab einen Stand aufgebaut. Kommt endlich ein Mülleimer dran. Das ist ja widerlich. Gebrauch, aha. Ja, Gabel. Okay. Sinnvoll einen Stand aufzubauen ist was anderes als Seilspringen und Kissenschlacht. Nein. Darf ich den immer jetzt umsetzen? Ja, endlich. Kissenschlacht natürlich draußen hinterm Haus. Im Halbdunkel. Ja, super. Mit einem Kerl, der einfach so mit deinem Vater zusammen wohnt. Der 5 Jahre älter ist als du. Ja. Ja. Nein, das ist nicht ich. Nein, nicht Tagebuch schreiben. Ist zur Arbeit, verdammt. Muss pünktlich sein.
Was kommt, Karawane? Ach ja, die ersten Fahrgemeinschaften sind noch so ein, also diese Kackwägen noch. Ja. Da gehen sie. Da gehen sie. Habt ihr dieselbe Fahrgemeinschaft? Ja, wir haben denselben Job. Geil. Gott sei Dank, jetzt solltest du noch langsamer gehen. Mhm. Ich bin schon weg. Ja. So. Nein, kein Satz zum Ausruhen. Du suchst jetzt einen Job. Man, es muss ja nicht unbedingt Dings sein, aber irgendwas wäre schon geil. Irgendwas, was ich auch leiten kann. So? Ja, es war schon. Nö. Nee, ja, Fischkumpel will ich keiner sein. Eben, sollte schon irgendwas. Ich denke, zu Mettwisch, okay. Nein, danke. Soll er schon recht sein? Auf jeden Fall schon mal. Nee, ist nicht Jura, ist Journalismus. Dann PC, ne? Ja. Mit Firechatten. Okay. Das heißt, es geht über die Nachbarschaften. Du könntest also einen Kontakt zu deinem anderen Avatar aufbauen. Nicht da hinlegen, faule Sau. Nehmt euch einen freien Willen noch weg, wenn ihr beide so einen Mist macht. Dann stehen die aber nur 2 Stunden da und pissen sich voll. Ja. Windows XP. Nein, kein Journalismus. Kennt man die Seite eigentlich? Das ist ein Gartenzwerg. Ja. Das sieht vielleicht mal ein Gartenzwerg aus. Irgendwie sowas, ne? Hm. Ja, das. Ja, Big Lehrer. Ansonsten irgendwas, was. Na, es ist ja alles nicht in Richtung. Es gibt ja nur eins in Richtung Recht, das ist das Blöde. Hm. Oh. Das sind Stellen, die nie. Ah, das ist Nachricht. Gesetzhüter Polizei ist es aber, ne? Ja, gut, dann kann man gleich mal reinsuchen, wenn es nichts Besseres gibt. Aber Geheimagent, dafür kriegst du doch nie einen Job, oder? Obwohl, es gibt auch Bankräuber im Job, also ja, okay, aber schauen wir weiter. Aber das Gesetz ist doch Polizei, oder nicht? Nee, das Gesetz ist Recht. Ist Jura. Und Jura ist nicht Leute verkloppen und so und Gedöns. Eigentlich wollte ich ja wirklich Polizist werden, aber naja, Richter. Du darfst nicht Polizist werden, du willst nicht Polizist werden. Naja, ich kann ja nachdem ich Richter war noch Polizist werden. Ja, kannst du. Bestimmt. Aber ich könnte ja Polizist als Lehrer anfangen und sofort abbrechen, wenn ich nichts anderes tun will. Wenn es einen anderen Job gibt. An sich ja, aber jetzt hast du weitergesucht. Mit wem chattest du? Mit dir selbst, okay. Telefon, genau, das widerlich pinke Gerät hier, da. Wunderschön. Direktor einladen? Was für ein Direktor? Achso, ja, egal. Von der Schule. Ja. Nö, ich denke, du solltest mal ein bisschen was rausgehen, die Nachbarschaft erkunden, Leute kennenlernen, oder? Ja. Halt anschreiben, jawohl. Taxi. Das ist ein schöner Hintergrund eigentlich. Ich auch, ja. Schön grau. Nee, nicht das, sondern gerade eben hoch. Ach, die Rechnung. Okay. Selma Heinzelmann. Okay. Ich glaube, das ist deren Webseite. Irgendwie, ne? Möchtest du dich mit dem Rechnungslieferanten an Freunden. Nein. Billy Enrichs. Nein. Wohin soll es denn gehen? Lebensmittelgeschäft? Nö. Ja, Gemeindezentrum halt, ne? Wahrscheinlich. Die Schaden, ne? Ja. Und Schlittschuhe laufen. Ich weiß jetzt, wo legt er die Rechnung hin? Denn natürlich ist er besetzt. Den Tisch, okay. Auf dem Taxi. Ja, ist neu tatsächlich. Warum auch nicht? Eben. Katze. Brumm, brumm. Brumm.
Ist wirklich ein Kaff hier, wenn man es so ansieht. Nee. Müsste auch ein Hauser Gemeindezentrum sieht aber sehr stark aus wie ein Taxi. Ja. Ist halt ein Kaff, ne? Da musste man ein bisschen was kleiner arbeiten. Ja. Sims 2 Ladezeiten, meine Damen und Herren. Sims 2 Ladezeiten. Oh mein Gott, es passiert was. Ja. Hinkebein. Das ist erstaunlich hübsch. Boah, nö. So, was für Menschen haben wir hier gerade? Vicky Link, okay. Geht denn was? Niki Link. So aus. Achso, ich dachte erst, das wäre keine Haare. Das sah für mich nicht aus wie Haare gerade eben. Lass ihr ins Gesicht schauen, Schatz. Sieht fast aus, als wäre die für einen Geheimagenten geschaffen. Möchtest du sie Schade, anbaggern? Dass ich Richter werden will. Oder möchtest du den Ofen anschauen? Das geht natürlich auch. Ich will den Kamin bewundern, ja. Okay. Wegscheuchen, ja, perfekt. Das ist mein Haus jetzt. Kusch. Ja. Hier wohne ich jetzt. Ja, es schneit. Ich verstehe diese Aktion nicht. So. Ja, Witz, freund dich mit dem an. Freundschaften sind immer gut. Willst du jetzt schon eine Party veranstalten? Na dann. Was? Ich habe mittlerweile einen Freund. Hast du? Es ist zu steil. Ich kann nicht mit ihm reden. Zusammen tanzen. Hast du Freunde? Ja, du hast Markus als Freund, tatsächlich. Als einen Freund. Habt ihr Probleme mit der Steigung? Lass er doch einfach ein bisschen Stück weiter weggehen, oder? Na ja. Haben wir es jetzt so, okay. Wie stelle ich mir auch so vor, du gehst im Gemeindezentrum, dann gehst irgendwie in die Innenstadt auf so einen großen Platz, fragst irgendwen, hey, wollen wir tanzen? Und jetzt fangt an zu tanzen. Und dann hasst ihr euch dafür. Plauder mal und flirten willst du, glaube ich, nicht, oder? Nein. Doch, bestimmt. Aber nur konzentrieren, die Idee ist doch gut, oder? Was? Vor allem, ich möchte darauf hinweisen, der Kerl trägt Sandalen. Ja. Im Winter. Auf was war es jetzt bezogen? Was für eine Idee soll das sein? Nee, einfach mal in die Innenstadt gehen, irgendwie anlabern, hey, wollen wir tanzen? Tanzt ihr gemeinsam? Ja. Und am Ende hasst ihr euch beide dafür. Mhm. Über Aliens. Ich mach das immer so. Ja. Du hast deine Mutter kennengelernt. Sollst du doch nicht sagen. Hab ich ja auch gar nicht. Okay. War Simon. Ist das eigentlich mit Matthias? Wer ist Matthias? Hab ich das verpasst? Das ist Matthias. Nein, das ist Andreas. Ich glaube, hinweisen, er hat keinen Bart. Matthias schon. Ja, das sind. Wer auch mal das sein. Kosmetikfaktoren. Das gibt's doch gar nicht. Das ist Roller. Hauptstraße 202, okay. Rollschuh laufen. Aber Eisbahn. Warum nicht? Aber hübsch gestaltet. Jo, an sich, ne? Rollschuh laufen aus Eisbahn? Was? Ja, keine Ahnung. Achso, mit der spielen, dann kennt ihr euch wenigstens. Oh. Tschüss. Was ist da hinten eigentlich? Was denn das da? Das ist irgendein Spielgerät. You don't say. Irgendwie so Bingo. Aber nicht ganz. Warum steht das da mitten auf der Wiese? Ich weiß es nicht. Warum steht sie da mitten auf der Wiese? Weil sie. Das willst du nicht wissen. Ihn begrüßen will. Anscheinend. Hey! Wir haben ähnliche Klamotten an.
Du Vanille. Ja, voll viele Gemeinsamkeiten. Lass uns zusammen ins Bett steigen. Ja, so funktioniert Sims. Du fährst erstaunlich schnell Energie. Schlecht. Ja, ich bin halt nicht trainiert, ne? Ja, das ist so wahr. Außerdem habe ich bis jetzt eigentlich nur Sachen gemacht, die Energie kosten. Also Seilchen springen und Steigung, tanzen, laufen. Genau, ich musste mich ja aufregen, ein Taxi rufen. War anstrengend. Vor allem muss ich die ganze Zeit frische Luft atmen, ja? Ja. Wir scheinen uns ja recht gut zu verstehen. Sieht so aus. Möchtest du die Beziehung vertiefen? Weil ihr so wirklich Freunde werdet. Ja, Freunde sind ganz in Ordnung, glaube ich. Ja. Nur Markus ist schon sehr armselig. Achso, ihr seid Brüder, genau. Da war ja was. War deine Idee. Da alle. Halt, ne? Von der Stein und so. Ja. Plaudert nochmal und spielt. Was spielt ihr denn? Wasserbaum schlacht im Winter. Ja! Best idea. Danach tanzt ihr ein bisschen was. Nass. Nass, ja. Okay. Ganz unauffällig. Bang! Ihr gefällt das, okay. Wohin rennt ihr? Kinder! Kinder, bitte! Wie schnell sind die? Naja. Das ist heftig. Naja, als Geheimagent muss man auch werfen können, ne? Ja. Muss irgendwelche Musik einspielen. Wow, die Frau hat Kraft. Oder du bist einfach nur unglaublich. Lasch, ja. Ja. Ich meine, die haben auch beide so Mäntel an, also spiel mir das Lied vom Tod passt schon, ne? Ja. Ein klein wenig. Ja, wie gesagt, wir sind uns einfach sehr ähnlich. So. Wie weit die springen können. Ich muss sagen, ich finde die Sprungkraft von denen sehr erstaunlich. Ja, ja. Die bewegen sich zu parallel. Du wirst schlecht, oder sie weicht gut aus. Eins von beiden. Ja. Der legt sich auch nur, was ist das für ein Creep? Jetzt tanzt ihr zusammen. Okay. Und, kann sie das auch nicht leiden? Doch, Hopp. Sie kann das gut leiden. Halt. Oh. Achso, ich werde müde. Ja, ja. Erstmal Schlüssel laufen, dann fragen. Ja. Ja. Dann doch nicht schnell schlafen. Ah ja, hinsetzen. Oh, ne. Hinsetzen ist gut. Bank am See. Die vom See weg zeigt. Perfekt. Geld. Ich bin halt ein geheimer Geld. Ne? Überepischen Mütze. Ja, setz dich halt hin. Kannst du sie bitten, dabei mitzumachen? Ne. So. Auf den ganzen Weg wieder zurück, Schatz. Ich hab gerade gerufen jetzt über die ganze Entfernung. Hey, Nicky! Warte, ich hab so schnell wegrennen. Ich hab dein Handynummer noch nicht. Genau. Also kriege ich jetzt eine Handynummer? Bitte? Ein Puft? Ja, möglicherweise. Ja. Bis was unterhalten müsst ihr euch halt noch. Schiffe. Schiffe sind gut. Aber Züge sind schneller. Genau, ja, versuch mal einfach mal möglichst viel Sinn in diese Sprechblasen reinzubringen. Mit Zügen kann man reisen. Ja, du sprichst die Frau. Ich spreche die Frau, ne? Natürlich spreche ich die Frau, warum auch nicht? Aber reiß ich auch mit dem Flugzeug. Wow, das da passt oben, alles.
Ja, da hast du recht. Flugzeuge sind halt doch schon recht hoch, aber Züge sind halt doch was bodenständiger. Ja, aber bei Zügen, weißt du, da ist das so, die sind irgendwie wie Schiffe, nur auf dem Land. Ja, aber Schiffe sind doch auf dem Wasser. Und Züge nicht. Oder doch? Bam, Nacht. Ja, aber Züge? Naja, Flugzeuge, das kann man mit beiden reisen. Das geht doch alles wunderbar. Ja, wo du recht hast, ein Flugzeug ist eigentlich auch nur ein Schiff, ne? Aber es ist halt nicht ganz so umweltfreundlich. Man braucht nicht umweltfreundlich sein. Du brauchst einfach nur einen schönen Menschen. Ja, den brauche ich wirklich, den suche ich jetzt. Ciao. Ciao. Perfekt. Du brauchst einfach nur einen schönen Menschen. Das ist einfach so, das ist ein schöner Anmachspruch. Ich gehe, ich suche jetzt einen schönen Menschen. Top down. Laschet, der Name sagt mir irgendwas. Armin Laschet, Erin Laschet, keine Ahnung. Immer Politik, glaube ich, war das. Ich gehe mal bei fremden Leuten ins Haus. Nee, das ist das Gemeindehaus. Ja, Junge, dann fahr halt nach Hause. Wollte er sich nicht gerade einen Kaffee machen? Nein, der wollte sich einen warmen Kakao machen. Oh, soll er sich nicht einen Kaffee machen? Das wäre doch viel praktischer. Oh, mit Bechern jonglieren. Ja, das ist ein Kakao-Gerät, glaube ich. Ein Kaffeegerät. Er sollte vielleicht lieber wirklich pennen gehen. Ja, möglicherweise. Vor allem, weil der Tag nach Rhythmus jetzt total für den Arsch ist, weil während du hier bist, geht zu Hause keine Zeit vorbei. Außer. Wohin? Doch nicht. Also, Taxi-Ruf. Ja, wo wollen Sie denn hin? Hey, ich wollte gar nirgends hin, ich wollte nur mit wem reden. So, und jetzt machst du den Kakao, okay. Whatever. Ich schlaf doch im Stehen gleich ein beim Kakao machen. Ich glaub's auch, ja. Ne, den Kakao weg. Keine Zeit für Kakao. Keine Zeit für Kakao. Nach Hause gehen. Jetzt. Was ist davor? Erst dazwischen. Auch nach Hause gehen, ja. Ah ja. Ja, wir wissen, dass du müde bist, deswegen haben wir ein Taxi gerufen. Boah, müsste mal irgendwie nachschauen, wie man das machen kann, dass man irgendwie ein bisschen... Fuck. Nein. Lass mich nur gerade ansehen. Wer ist das? Okay. Walker. Ex-Stranger. Mhm. Mhm. Sicher. Einmal so ganz ehrlich. Man muss wirklich irgendwas finden, damit ich ein bisschen mehr Schlaf aushalte. Ja, irgendwie, ne? Aber ich weiß nicht, was das bewirkt bei Sims 2. Kondition, glaube ich, so ein Stück weit, ne? Nee, das ist ein eigener Punkt. Ah. Das kann man schauen, ob du da schon Punkte drauf vergeben kannst. Ich schief hier alle stehen. Ich stehe fast gerade. Ja, aber so nach hinten gebeugt, meine ich. Ich stehe nach rechts gebeugt und ach, keine Ahnung. So, plötzlich ist wieder Tag. Und wieder 11 Uhr morgens. Das ergibt aber keinen Sinn. Tut es auch nicht. Brauch es auch nicht. Das Spiel ist alt, da braucht es keinen Sinn zu ergeben. So. Welches Wetter nochmal deins? Nimmst jetzt das da. Ich wollte gerade sagen, das hat er doch schon rausgefunden oben. Der geht doch automatisch ins Bett. Ja. Ja, gut. Aber die scheren sich nicht drum, welches Bett wem gehört. So. Ja, siehst du. Da war das. 5 Punkte hast du schon, okay. Voll und Komfort. War da oben erst. Hm. Das ist jetzt nicht so optimal. Andrang Energie, okay. Was erstmal? Ja. Ja, das klingt gut, ja. Da. Noch irgendwo was? Ja, Energie ist doch schon mal schön. Jo. Du kriegst mehr Urlaub. Und du brauchst keine Freunde und bist so fett, dass du keinen Stuhl mehr brauchst. Keine Ahnung. Ja, das ist nett. Oder du machst irgendwas komplett anderes. Nebenlaufbahn? Ja, den wir fahren. Grillter Käse. Gibt's was anderes?
Ja, klar. Spaß. Schneller Stoffwechsel. Jahrendrang. Ich kann es als Raum früher schreiben. Finanztipps, also quasi einmal Geld kriegen. Ja, weiter. Magische Anziehungskraft, ja, also quasi Gigolo, Gigolo. Wie ganz zufällig vor deinem Haus vorbeischlender. Mhm. Oma, super, super. Familienmensch, ja. Ja. Ja, eher weniger. Ich bin doch eigentlich das Gesetz, ey, ne? Aber du kannst die Arbeiterin anflehen. Toll! Ja, das Gesetz. Sag Gleichstellungsbeauftragte anflehen und so. Was macht man als Gesetz? Keine Ahnung. Irgendwie... Das mit dem Sandwich könntest du ja wahrscheinlich eher machen. Ich bin Wissenschaftler. Ja, wahrscheinlich eher das mit dem Geld, ne? Ne, mit den unten. Also, doch, das da, ne? Love? Ne, das, was da gerade war. Also Geld. Geld. Wahrscheinlich, ne? Oder nicht? Nur das oder Wissen. Irgendwas in der Richtung. Oder wir nehmen einfach erstmal keine Nebenlaufbahn. Oder das wäre auch eine Lösung. Weil nämlich das ganz links wäre eigentlich ganz nett scheint. Also keine Freunde, kein Komfort, kein Haaren, keine Hygiene. Oder was? Ja, doch. Dann haben wir eins noch, was man dann irgendwann auf die Nebenlaufbahn vielleicht hacken kann. Okay. Kriegst du noch mehr dazu, so ist es nicht. Eben. Habe ich schon welche? Ja, auch 5. Oh, kümmern wir uns später drum. Wenn es weiter ist. Ich habe 5 sind Standard. Ja. So, dann geh mal pennen. Gute Nacht. Ich find's schön, ich bin einfach um 6 aufgestanden, geh um 11 wieder pennen. Mhm. Bam, Schnee. Das Telefon klingelt, es stört keinen. Vielleicht ja, sag mir so. Die Jahreszeiten sind halt ein bisschen später eingeführt worden in einem Add-on, glaube ich, ne? Mhm. Ist auch schon, wir haben keinen Sommer hier. Winter, Frühling, Herbst, Winter. Oh, right. Ja klar, es ist ja eine Wintergegend. Nein, der ist nicht da. Hey, Fulub. Komm schon nicht. Hey. Und dafür bin ich aufgestanden. Dafür habe ich eine halbe Stunde meines Lebens verschwendet. Schlafen dauert zu lang. Wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, müssen wir auf jeden Fall in bessere Betten investieren. Ja. Max ist da. Okay. Nach Hausaufgaben. Den nirgendwo ablegen kann. Immer Rechnung bezahlen. Und danach lässt du ihn Hausaufgaben machen. Ja. Du willst ein Handy, dann kriegst du kein Handy. Flirten, ja, Gigolodi. Und ein GBA will er auch haben. Okay. Im Game of Advance, ne? Naja. State of the Art. Wir halten ins Esszimmer, meine Güte. Finde ich auch nervig, aber nein. Anscheinend muss man das so machen. So. Hallo? Tschüss. Das könnte eine Weile dauern. Er kriegt genau 3 Zeilen auf einen Platz. Wah, Lampe. Ja, so ziemlich, ne? Jo, 1, 2, 3. Bleibt aber dafür sehr, 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 sehr klein. Und sehr, sehr viel. Ja, regiert das auch alles wieder aus. Weil er doof ist, wie Brot. Dieses nervöse Handzucken auf dem Stuhl. Passt so wie du. Wetten du? Ja, Jung, es schneit. Brauchst Spaß, dann weckt dein Onkel auf. Oder was immer der zu dir ist.
Gar nichts, oder? Also wir sind keine Brüder, ne? Nee. Ja, du brauchst Spaß, ich weiß, deswegen werde ich... Ja! Kannst du ihm nicht einfach ein paar Punkte verteilen, dass er weniger Spaß braucht? Der braucht jetzt trotzdem Spaß. Ja, aber für später. Ja, für später. Was wollt ihr spielen? Leberschlacht, ne? Ich meine, es schneidet ja schon. Klingt gut, ja. So. Weniger Spaß. Gibt, glaube ich, gar nichts, was weniger Spaß macht. Doch. Hatten wir doch schon mal irgendwo, oder? Freunde und Komfort, Haken, Hahn dran, Spaß. Ja, da oben, okay. Ja, so. Fertsch. Danke. Kann deinem Schulkind nicht schaden. Ja. Was, guck mal, uns, wir haben auch viel Spaß gehabt im Leben. Ja. Boah, Junge, renne ich so. Das Schnee. Diese Schneise, die sie ziehen. Batsch. Boah. Crotcher. Sehr böse von dir. Man macht genau dasselbe wie beim Wasserball. So ziemlich, ja. Schon ganz schön brutal irgendwie. Ne? Ja. Ja, wenn du nicht mindestens zwei Steine in jeden Ball tust, ist ja langweilig. Gosh, have a look at see. Diese Reflexe. Was tut ihr gerade? Du kriegst vielleicht, wenn ich neben dir stehe. Dann kannst du nämlich nicht werfen. Könnte man eine Stunde zugucken, irgendwie. Ja, irgendwie, ne? Ja, nice. Ich find's schön, wie der Gras hier grau geworden ist. Nicht mehr so komisch pink. Sehr lustig mit dem Schnee-Overlay. Auf jeden Fall besser als diese ekelhafte Pink, ja. Ja. Wenigstens für Klamotten, die ein bisschen für den Winter geeignet sind. Ja, du jetzt so eher weniger, würde ich mal behaupten. Was kann dann, wie dick dieser Code ist? Ja, wahrscheinlich. Hallo, Creeper. Nö, Brand. Gut. Spielt noch irgendwas zusammen? Beispiel Fang. Ja, Fang klingt gut. Oder Rangeln. Ja. Das wird super. Durchsehen. Dann müsstest du aber Spielerschlacht wahrscheinlich ausmachen. Nö, die spielen, glaube ich, nur eine gewisse Zeit. Beziehungsweise. Spielen nicht so lange, bis der einen Auftrag bekommt, ja. Ja, du Müffels, ich weiß, du gehst gleich duschen. Wir haben wir uns so auch, ne? Vorsicht. Bitte? So Hahn dran und so auch, Vorsicht. Ja. Ah, mal müssen wir im Schnee, ist doch ein Thema. Da drangeln. Aber echt. Ich hau dich und dann haust du mich dreimal, okay? Kommst du so vor, dass Markus ziemlich grau? Ja. Sonnengebleicht. Nein, ihm ist einfach nur fucking kalt. Wo steht das? Das Thermometer ist blau. Oh. Und deins auch, aber irgendwie, doch nicht so winterfest. Der verrückt gleich. Ah, wird schon. Wir haben doch Winterklamotten, oder nicht? Jetzt seid ihr beide grau, okay. Du wir haben doch Winterklamotten, oder nicht? Eigentlich schon, ne? Nee, oder muss man die extra anziehen, irgendwie? Nö, eigentlich nicht. Egal, durch Blutung kommt. Selbst für die nächsten paar Minuten ein paar Zombies. Aber glücklich Zombies. Ja. Aus dem Schnee direkt ins Bett. Ja, ist perfekt. Ja, ist duschen gut. Kann er ja nicht. Es ist bald Messer besetzt. Das ist nicht wirklich eine Dusche, das ist einfach nur ein Wasser, was aus der Wand kommt. Ach ja, eine Duschkrone. Ja. Ja, irgendwas Hutartiges muss ja immer sein. Ja. Aber man kann ja halt keinen Hut im Bad tragen. Ja, ein Auto. Mip. Ja. So. Wo ist Konstantin? Warum? Haben wir nicht
eigentlich. Ich steig doch geradeaus. Du bist da so. Ja, okay. Achso, das heißt, du. Ich saß auf dir drauf. Muss ich die Tür erst zumachen, damit du sie aufmachen kannst? Ja. Er saß im Rücksitz. Da ist er nicht, das ist dieselbe Tür. Nein. Ja, aber das ist ein Zweitürer mit Rücksitz. Ah, okay. Klappsitzen. Okay. Gut, hätten wir es geklärt. Okay, diese du Karre, bist ne? Du bist Fabrikant, ich nicht. Von mir aus. Geh schnell. Ja, Praktikant, wer will schon Praktikant sein? Bobby hat heute 1260 Simoleons verdient. Ja. Nice. Bin gut. Tjo, ne? Okay, was brauche ich? Alles. Was braucht ihr? Alles. Aber vor allem Dusche. Die ist gerade besetzt. Das wird. Tut lustig. Mir leid. Dusche ist halt trotzdem. Ha. Hallo, random. Halt. Bleibst da. Nein, du gehst nicht. Ins Bett. Du sprichst mit dieser Frau und hast Spaß mit ihr. Denn du brauchst Spaß. Tanzen. Hey! Okay. Ist ein Hund vorbeigelaufen. Ist interessant. Dies eskaliert okay, sehr das schnell. Sehr schnell. Best friends already. Bonita Sisko. Hallo, Blolo. Pescio Sesante. Nina. Croco Bombo Pachico. Ja. Umarm. Umarmen anfangen, genau. Perfekt. Wenn die sich schon so gut verstehen. Ich habe, glaube ich, keine Winterklamotten an, aber egal. Oder vorbeigehen. Oh, ihr könnt nicht mal. Gute Nacht. Und dunkel. Und sie haben mich auch nicht mal umarmt. Jo, was geht hier ab? Du musst immer noch verdammt nochmal duschen. Dusche. Was würde dein Leben davon abhängen, was es auch tut. Aufs Klo. Dusche, als würde dein Leben davon abhängen. Ich dusche ja schon. So, du musst auch noch aufs Klo. Meine Güte, Leute. Ja. Nein, was raus muss, muss raus, ne? Ja, ja. Nein, nein, oh. Nicht malen ist nicht gut. Wie wär's, wenn jemand zu Ende redet? Genau. Könntest du wenigstens noch sehen, wie er abgewiesen wird. Ja, wollte ich. So, okay. Und jetzt, irgendwie diese verdammte Schneeflocke im Gesicht. Bah! Dieses Overlays. Widerlich. Hat wer Hunger? Ja? Nein, gar nicht. Aber nur du. Haben wir die Nudeln noch im Kühlschrank, oder? Ich glaub nicht, nein. Die sind alle weg gewesen. Boah, wir haben aufgegessen. Ja. Wie wär's, wenn ich dann Nudeln mache? Oder ja. Abendessen? Du musst ja auch irgendwas machen. Fertiggericht. Passt. Nee. Nein, ich will zu weiten Gruppen mal. Da. Kann mehr machen. Sandwiches. Sandwiches klingen gut. Ja. So, bist du bald fertig? Nein, ich dusche gerne sehr lange. Aha. Alles noch gelb. Hi. Du bringst Schnee ins Haus. Der schmilzt schon wieder, keine Sorge. Wir haben seit 18 Grad. Was macht die? Hat dich nicht gerade erst weggeschickt? Nein, sie wollte einfach nicht umarmt werden. Die blöde Frau. Ich möchte anmerken, das Schneeoverlay ist im Haus. Passt ja vom Dach aus. Wir haben ein Dach, ne? Ja, haben wir. Ein sehr schönes Dach sogar. Das gar nicht droht, unter dieser Schneelast einzubrechen. Nee, gar nicht. Viel besser.
Der Spaß, okay. Du gehst essen. Der Bier halt. Ja, es schneit, wir wissen's. Warum glotzt sich blöd die Wand an? Weil da ein Fenster ist. Wow. Theoretisch schaust du aus dem Fenster raus und bewunderst den Schnee. Praktisch ist nicht geklärt, dass das Fenster so weit oben ist. So, jetzt haben wir Stau. Sandwich. Geh aufs Klo. Nein, nicht den Schnee. Aufs Klo. Schnell. Was noch morgen? Ich muss auch mal aufs Klo. Meine Güte! Ja, Leute halt, ne? Ja. Willst du unsere Hausaufgaben machen? Vielen Dank. Ja, die Hausaufgaben nicht beendet. Auch noch, ja. Kann schon aber alles okay zu sein, so. Also, Hausaufgaben machen. Ist ja schon bald fertig. Nee, nicht also für eine Zukunft. So, wer noch? Ich. Einfach nochmal aufstehen. So, sonst haben wir alles im Badezimmer. Ja, gut. Nein. Ich mach auch. Gut. Haben wir noch irgendwelche Bedürfnisse? Marius braucht Spaß. Wir alle brauchen Spaß, okay. Die steht irgendwie falsch, gell? Ist auch schön. Aber sie steht gut aussehend, irgendwie falsch, gell? Weg der Motivation, mit dem Bademantel in einer blauen Boxershorts Hausaufgaben zu machen. Ne, ist ja kein blauer Boxershorts, es ist ja hier, Kleeblätter. Okay, sie wirkt gerade eben blau. Ist sie weiß-grün, noch besser. Er braucht Spaß. Ah. Weil der Fall ist eine Frisur. Muss die Hausaufgaben einfach beenden. Nein, er muss Spaß haben, sonst. Ja, genau. Der lässt sich sehr leicht ablenken, würde ich sagen. Ja. So, mit wem willst du Spaß haben? mit der Frau vielleicht einfach, die da sitzt. Wer hat den geringsten Spaß? Egal, schon im Bett. Konstantin. Dann hab halt Spaß mit mir. Nein, nicht Konstantin. Markus, so. Ach stimmt, das ist die Duschfrisur. Mhm. Wundervoll. Dieser halbe Skrillex-Shuttle. Mhm. Mit Armbanduhr in der Dusche. Ja, klar doch. Nein. Und Kette. Ja, die Kette kann man anlassen, aber eine Armbanduhr würde ich so nicht machen. Gut, spül das ab. Soll mal recht sein. So. Sind wir fertig? So. Nein. Wo ist Spielen? Da ist Spielen. Ja. Nicht zu anstrengend. Das ist lieber Händeklatschen oder sowas. Fangen ist nur wieder blöd, gerade um die Uhrzeit. Ja. Nein, nicht reden. Boah. Lass sie halt kitzeln oder so. Oh Gott. Oder auch nicht, weil ich ans Bett gehe. Aber die Frau ist aufgestanden. Gut. Schleberschlacht. Dann ja, gut. Sie jetzt eine Schleberschlacht mit ihm. Okay. Da geht die Energie und die Hygiene wieder hin. Sprint! Hui! Du hast auch um halb zwölf nichts Besseres zu tun. Was mit der Frau, die du auf der Straße kennengelernt hast. Die ich auf der Straße kennengelernt habe. Ach, stimmt. Nicht Markus. Nee, und um 6 Uhr morgens wird wieder Saal gesprungen, ne? Ist klar. Ja, ne? Da bin ich ja wahrscheinlich wieder ausgeschlafen. Ja, wahrscheinlich. Energie, ja. Was Markus danach tun muss, ist auf jeden Fall die Brote in den Kühlschrank räumen. Wenn die dann noch existieren. Das sind noch 5 Stück. Ja, ich meine, wenn die dann noch essbar existieren, das meine ich damit. Ja, einen halben Tag überleben die sich. Danach, nicht jetzt, aber... Gut.
Der Spaß reicht wieder vorerst. Nein, ich fand's nur interessant, dass er von der Jacke in die Unterwäsche gewechselt hat. Die Jacke hat sich nur übergestreift. Sehr enthusiastisch, so. Was macht sie da in unserem Badezimmer? Das willst du nicht wissen. Ja, wer braucht schon Energie in der Schule? Ne? Ja, der Spaß reicht nämlich noch nicht. Gibt noch Kopfschmerzen. Ja, dann. Dann spiel halt Sims 3 in Sims 2 oder so. Oder na, ist es hier fertig jetzt? Ja. Nein. Doch nicht. Du spielst jetzt mit ihr. Du bist sozial verdammt. Fang. So. Um Mitternacht. Ja, wenn die Frau immer bei uns ist, ne? Jo, ne? Hat die Pech gehabt, wird die in unseren okkulten Tagesablauf mit einbezogen. Hui. Diese Wechselanimation. Wäre ihr so viel cooler aus als bei den Kerlen. Jo. Ach so, Fang. Okay. The lame. Und die können es immer noch nicht. Nö, können sie nicht. Der kann bei jedem einzelnen Ballwurf wieder mit den Händen in den Schnee greifen. Ja, aus umdrehen. Bei der Handschuhe an, aber eher nicht. Hochintelligent, total. Wirft zu blöd, um den Ball zu fangen. Naja, aber hat Spaß dabei. Am Noob sein. Der Noob. Reicht, dass du den Spaß erträumst zu dir, jetzt wäre ein Hausaufgaben gemacht, verdammt. Hast du nur noch 4 Stunden bis zur Schule oder so? Gefühlt. Ja. Jeder ordentliche Schüler macht das genauso. Irgendwie ja, ne? Also ist echt schon beste Freunde, die beiden, ne? Mhm. Irgendwie, ne? Macht er Hausaufgaben, während er zur Seite schaut? Ja, hat er gerade getan, okay. So, und jetzt ist er Hausaufgaben. Thema wechseln, okay. Kann ich sie dazu überreden? Nein, nicht reden, überreden. Nö, schade. Überreden. Nee, ich wollte sie das Brot essen lassen. Einfach weil... ist halt so. Isst sie das Brot vielleicht selber? Ja, tut sie. Perfekt. Viel Spaß. Mahlzeit. Du hast das Kram fertig, gut. Sagst dir, die kotzt dir gleich die Bude voll, wenn alle schlafen. Ben, ja, dann haben wir aber hier, ne? Ja, Schlafanzug. Es geht schon los, ey. Räumt ihr denn wenigstens auf, bevor ihr schlecht wird? Nein, tut sie nicht. Ist einfach weiter, so. Wie dumm kann man eigentlich sein? Nein, nein, nicht so stark beschleunigen. Huch, wo ist sie hin? Vibe? Die ist ein Stück weit obsessiv, kann das sein? Minimal? Ui, drehen. Und tschüss. Jetzt pennen alle, lass ich das Licht an und gehe. Auf verschlungenen Faden. Ja, who cares? Wer braucht schon... Das ist alles noch das Goldstück. Wer braucht schon, ich meine, Wege? Pff. Die Blume, sie leuchtet. So. Konz ist schon wieder wach? Ja, ist er. Ich war ja früh im Bett, ne? So. Ja, ja. Gesunder ja, ja. Biorhythmus. 3.11 Uhr. Gesunder Biorhythmus. Ist super. Bäder wegräumen. So, wie viel verdient er jetzt eigentlich? Wo Arte und wie Arte? 420. Montag bis Donnerstag und Samstag. Viel kürzer. Wow, okay. Aber ich hab frei. Er nicht. Aha. Okay, was tust du nun?
Irgendwas Sinnvolles, ja. Halt irgendwie was Sinnvolles ein, was er tun könnte. Ist irgendwas dreckig im Haus? Alles ist dreckig. Ja, dann soll er ganz sauber machen. Dann reden ihm, genau. Der was. Da. Und da ist schon sauber, okay. Rumbasteln. Säubern. Rumbasteln ist doof, wenn er keine Mechanikfähigkeiten hat. Dann ist der Dusch nämlich kaputt. Nee. Ach, das wüsste ich aber. Wird doch keine Dusche kaputt machen. Nein. Na. Was eigentlich? Fernostreisen, okay. Stocher. Stocher, ja. Ist das denn ein Stocher-Stick? Mhm. Boah. Genau. Der kam spontan. Nicht mich umbringen. Vielen Dank. Lern mal erzählen, du wirst bestimmt Kinder haben. Irgendwann. Soll er nicht lieber Paarberatung lernen? Das wäre besser, ja. Gib mal vielleicht. Sorry, Cons. Da Paarberatung. Nein, kein Schneebahn bauen. Vor allem nicht um 4. Du lernst jetzt Paarberatung. Um 4 liest du erstmal Paarberatung. Warum haben wir Bücher über Paarberatung? Die waren mit dabei beim Regal. Ja, genau. Grundausstattung. Second Hand einfach. Hm? Ja, mehr kann man es nicht leisten. So, fast forward. Wach. Wach. Und guck erstmal Schnee. Alter. Wie dämlich ist das denn? Schnell. Kinder, ja. Ich kann auch rausgucken und den Schnee bewundern, während ich irgendwas tue. Jo. Würde der Kerl nicht vom Rechnen sitzen, kannst du einen Job suchen. Warte doch auf die neue Zeitung. Ja, ging auch. Oder schau noch mal in die alte Zeitung, wer weiß. Vielleicht ist es ja ein neuer Tag, vielleicht ändert sich was. Hatte ich auch überlegt, ja? Neues Haus suchen? Nein, du bleibst hier. Neues Haus. Du bleibst hier. Könnte auch ein Flugzeug basteln oder eben, keine Ahnung, Kreuzworträtsel lösen. Na, ja, musst du intelligent für sein. Brauchst du nicht als Richter. Stimmt. Muss man gut Geld akzeptieren können. Jo. Ist ja schließlich in Amerika. Meeresforschung. Ich glaube, es sind dieselben. Weiß ich nicht, mal schauen. Ja. Da sieht's so aus. Ja, leider. Okay. Dann kannst du die Zeitung ja recyceln. Oder einfach wegschmeißen. Ich habe noch nie Flieger aus der Zeitung bauen lassen. Hast du eine Flieger? Okay. Aus der ganzen Zeitung natürlich. Ganz weiß nicht. Ja, ich leg ihn weg. Heb ihn wieder auf. Hey, auf den Tisch. Perfekt. Ein Foxtrot tanzt da. Ja, ja. Freut mich, werft ihn einfach gegen die Wand. Okay. Reicht. Ich recycle das mal. Der nächste ist wach. Gut. Wie stehen die Bedürfnisse? Mäßig. Brauche Spaß. Erstmal einen PC setzen. Lass uns Spaß. Der ist besetzt. Oh ja. Lass uns Spaß zusammen haben. Spielen ist unten. Tanzen zum Beispiel. Klassisch. Oder auch nicht. Spielen ist unten auch, ne? Ja, 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 ich weiß. Irgendwas Simples, was nicht mit rumrennen Hände ist, klatschen. Sowas wie. Genau. Was will ich hier von Markus alles? Überflieger wollen wir an 1 Plus, aha. Und so weiter, ein Stipendium. Ich habe die Röntgenmaus. Ich sehe den Weg durch den Schnee durch. Ne, wir mögen keine Hände klatschen. Della, was ist passiert? Das hab ich auch so. Wieder das Footback oder sowas. Schieß? Dreh dich. Wollt ihr irgendwer? Was hast du, Junge? Du brauchst Spaß, okay. Ich glaube, er macht sich gerade schon gut Spaß.
gestört. Mitmachen irgendwo, mitspielen da. Weg. Nein, du spielst nicht Sims 3. Jetzt rot weg. Draußen. 10 vor 7. Im Winter. Im Winter. Oh. Ah. Der Einzige mit vernünftigen Winterklamotten. Ich möchte anmerken, du stehst gerade auf Kakteen drauf. Oh, das passt schon. Tut mir ein bisschen weh. In einer Stunde Fahrgemeinschaft. Ich weiß halt immer, würfen so, nö. Nö, der braucht auch Spaß. So, mitmachen. Mitspielen. Footberg. Kommt die Fahrgemeinschaft, stehen da vier Leute, spielen Footberg. Hm? Ah, die Zeitung ist da. Ja. Ja, hat ja Zeit. Eben, dann kann ich ja gleich nach dem Job suchen. Unsere PC wieder frei. Bitte? Unsere der PC wieder frei. Ja. Ja, irgendwie. Er stellt sich einfach zwischen die Mülltonne und. Ich hab Zeitung lesen, macht gar keinen Sinn, weil der PC eh alles hat und noch mehr. Kann sein, ne? Please, come on. Oh. Na, beschleunigen wir es ein klein wenig. Oh, das Combo. Was ist los? Reicht. Where ist denn Fahrgemeinschaft? Ah, dahinter. So. Jetzt ist allein bei das Spielen. Das sein lassen. Er hat jetzt einen anderen Job, schon vergessen. Ich hatte frei, richtig, ja. Stimmt, ja. So. Du suchst dir einen Job hier. Und ich such mir einen Job mit der Zeit, wenn ich es irgendwo finde. Die hat er, glaube ich, einfach von ihr aus dir gelegt. Dahin, ja. Sie ist dir nicht, ne? Du hast doch einen Job. Ja, aber ich möchte einen anderen Job haben. Ich möchte nicht im Wahlkampf arbeiten. Du kannst es machen, du hast keine Jobwünsche. Aber mein Optimalwunsch ist halt Wissenschaftler werden. Hm. Ist halt in dem Fall nur, Schon wieder ein bisschen hast du viel ausgezogen. Das passiert mir manchmal. Manchmal ziehe ich einfach so viel aus. Das ist immer blöd, wenn man dann in der Bahn sitzt oder was. So, Sport möchte ich nicht weiter. Du möchtest nicht Musik machen, nein. Ich möchte nicht Faulenzer sein, nein. Markus will das. Ist Bildung, das ist nicht du. Forschung. Naja, nee, das ist nicht ganz. Steht unten wie immer. Ja. Gut, kein Jobs in der Zeitung. Von mir aus. Nein, keine Bildung. Was habe ich nochmal gelernt gehabt? Aber okay. Wirtschaft. Nee. Liegt da eigentlich? Achso, ja. Ultimativbuch. Alles enthält. So. Aber auch kein Glück, ne? Ja, passt schon. Die Bedürfnisse stehen ganz gut. Ich denke, wir sollten sämtliche Leute einladen, die du kennst, und dann Party machen. Ja, also zwei. Keine viertägige, keine mehrtägige Fahrt. Doch? Doch. Okay. Das wird toll, wenn Markus nach Hause kommt. Ja. Oh, du feierst eine Party. Also kann man ganz Nicky ist da. Da ist Niki und. Billig? Ja. Okay. Sollen wir sie einladen? Ich glaube, die kommt nicht. Wer mag das nur sein? nein, es ist ja feierwillig.
Mit wem haben wir noch geredet? Mit Matthias Bauer hatten wir noch geredet, ne? Nee. Andreas war das, mit dem wir kurz gesprochen haben. Ja, genau. Eigentlich reicht Niki doch, oder? Für eine Party. Deswegen, ja, vielleicht kommt sie, vielleicht kommt sie nicht. Mal schauen. Oh, der Levote, Olafheim. Nö, kommt nicht, okay. Egal. Dann mache ich eine Party nur mit Niki, das ist bestimmt gar nicht awkward. Ja. Muss gleich mal. Mich selbst. Waffeln oder so. Jo. Nö, passt schon. Leg mich erstmal hin. Eben erstmal chillen. So, da ist Niki. Ich hab gehört, hier kommt eine Party. Ich hab gehört, hier steigt. Oh Gott, ihre Kleidung. Diese Frau muss aus diesem Haus verschwinden. Sie ist Niki Pink. Die ihre Tipps, also unsere Chips, irgendwo hinlegt. Wieso haben wir Chips im Kühlschrank? Ich weiß es nicht. So, und jetzt müssen wir sie halten, oder? Ja, jetzt müssen wir sie irgendwie bespaßen. Reden, ratschen könnt ihr schon. Party. Ja, ne? Während du da noch sitzt und liest, in Schlafanzug. Wir hier eine Party. Wir haben Chips. Was gibt's eine bessere Party als Chips? Und du bist vollkommen dreckig. Das sind meine Schlafsachen, was kann ich dafür? Und sie lacht sich schlapp, jo. Wollen wir nicht lieber wieder weiterreden? Wie weiterreden? Ein Gespräch draus machen. Achso. Jetzt lässt du mal auch. Können wir, ja. Wupp. Moment. Keine Zeit verlieren. So. Erzähl dir nochmal einen Witz und dann kannst du sie irgendwie wertschätzen, keine Ahnung. Und flirten vielleicht noch nicht oder doch oder. Noch keine nicht. Ahnung. Noch nicht, okay. Auch ein bisschen unterhalten. Hast du Hobbys? Du hast Sport als Hobby, was? Irgendwann muss man es wagen, Colin. Ja, ja. Interessen. Was meinst du nur? Also Bauerwerker und so und tote Ratten. Das passt nicht zusammen, oder? Weiß ja nicht. Weil Öl. Sprichst immer noch, ja eben. Ich dreh mal so rum. Mehr. Oder auch nicht. Wie das nicht schlapp. Das geht, ja. Das sollte gut sein. Ja, war ein guter Witz im Fall. Also, wo wir gerade schon bei Öl waren, ne? Das ist in grünen Fässern. Ja, stimmt. Aber Öl. Ja, Öl ist gut. Aber es ist so schlecht recycelbar. Auch wenn das Fass grün ist. Stimmt. Ja, recyceln ist. Recyceln. Aber Öl. Ja, Öl ist gut. Dieses Gespräch ist ziemlich einseitig verlaufen. Öl. Ist nicht recycelbar, aber Öl. Ja. Ach, nice. So, tratsch noch ein bisschen was und plaudert noch ein bisschen was. Und das war's dann, glaube ich. Jetzt lassen wir das Gespräch einfach weiterlaufen. Die Party ist nicht übel, das ist schon mal etwas. So, was mache ich hier die ganze Zeit? Oh, Spaß. Sauberkeit lernen. Ja, ich weiß. Wie weit bin ich denn mal gerade? Fast halb. Ja. Fast halb. So. Ah, Digga, ja. Also, Weltall, ne? Das kann man bestimmt voll gut malen. Also, meine ich jetzt nur, ich habe ja so ein Malhut auf, das passt voll. Ich könnte auch kochen. Ja, super. Ich könnte auch kochen. Voller Witz. Hey, weißt du, diese grünen Tulpe, Nulpe, ist mein Nachbar, weißt du? So, Aktien. Und der hat bestimmt voll die guten Aktien, ja. Ja, die Aktien interessieren mich auch, ja, wirklich, die kannst du in den Tresor packen. Stimmt, ja, so ein Tresor hätte ich auch gern.
Nee, Tresor. Und da könnte ich dann Geld reintun und so. Wenn man ein Geld hat. Ich hab nur so ein paar Scheinchen. Ein paar Scheinchen? Ja, die hätte ich auch gern. Aber dafür fehlen mir eben die Aktien. Oh. Aktien. Im Tresor. Die Gespräche. Klasse Stimmung. Immer Aktien gesprochen. Komm weiter. Das muss die beste Party werden, die wir je hatten. Das ist es schon. Mehr klasse Stimmung geht, glaube ich, gar nicht. Ja, wir haben noch 2 Stunden. Ja. Minuten sind das. Oh. Das ist eine Echtzeit. Tratschen. Und über Hobby reden? Nee. Tratschen und plaudern und tratschen. Reden. Prahlen. Was ist das da eigentlich? Essen? Nein, nee. Ist nichts. Ja, Interessen und dann irgendwie abhängen könnt ihr auch, aber das dauert so Ewigkeiten. Ach egal, hängt halt ab. Ist ein Uhr. Also, ne, ich habe gesagt, mein Nachbar, ne? Ups, ne? Mehr besser. Yeah. Ist grün, ja. Der Nachbar ist. Es ist mein Nachbar. Und das bin nicht ich. Damit das bin ich. Hi. Achso, reinzoomen. Der Mondschatten. Stopp. Hi. Ach. Oh Gott. Das hat Spaß. Ja, fürchterlich. Das Gesichtsausdruck. Er hat, glaube ich, keinen Spaß. Ich glaube aber nur. Ja. Die Pose von ihr im Hintergrund ist auch super. Ja. Oh Mann. Super, so. Spielen wir... Kitzeln. Hände klatschen. Angeln. Das müsste reichen. Und dann gehst du auf Klo. Und duschen. Mitten am Tag. Doch scheißegal, ich dusche auch, wenn ich Bock hab. Naja. So, und dafür muss ich aufhören, über Sauberkeit zu lernen. Sonst reg ich mich über dich auf. Und wir müssen weiterreden. Ich muss mir danach irgendwie Chips nehmen. Aber erst danach. Ja. Ja, ich muss nur gerade wieder in Position kommen. So. Perfekt mit szenischen. Pass. Mit szenischem Hintergrund über der Wand. Ja, lass doch einfach so. So, perfekt. Aha. Ja, die Nacht die ist gut. Aber da ist ein Geister. Und ich habe Angst vor Geistern, glaube ich. Noch nie angesehen. Ja, Geister sind irgendwie sehr interessant. Und was hältst du dann von so Zauberern und so? Und dort Magiern? Ja, ist okay. Ja, Zauberer sind irgendwie lustig und albern. Ich glaube schon, Zauberer, also bitte. Ihr findet alles lustig und albern. Irgendwie, ja? Er geht einfach. Nee, die hängen ab. Ja. Durch den Tisch durch. Ist scheißegal, das funktioniert. Nur abgehangen. Ja, ich hab gestört mit unserem Rangeln ein bisschen was. Lass mir vielleicht was anderes tun, weiter. Wie steht eigentlich die Freundschaft? Der Starter-Status mittlerweile. Gut. Auf 100? Ja. Geht nicht mehr? Nee. Nö, geht nicht mehr. Ja, dann. Max, anfangen zu flirten. Da doch. Erst vom Garn, dann abchecken, dann... Wäre andersrum nicht irgendwie logischer? Nicht. Egal. Irgendwo nein. Erstmal anmachen, dann überlegen, wie sieht die Frau eigentlich aus. Hast du schon. Genau. So, und dann fragst du sie mal nach irgendwas. Was ist dein Job? Genau, jetzt erst. Das weiß ich nämlich noch nicht. Worauf stehst du? Was verdienst du? Nee, das ist asozial. Nein, nein, das fragst du nie. Warum nicht? Ihr kennt euch dann ganz gut, wenn es dabei ist. Ach komm, ja, gut. Nee, auf, Vibe. Singelt. Bam. Wie ist dein Spaß? Mäßig. Aber ausreichend. Jo. Du gehst mal ran.
Jetzt kann man leider nichts irgendwie machen, weil... Liebe! Liebe! Was war da? Hm? Mit Trainerin Level 9! Ja! Immer kein... Nee, sie steht auf Gestank, war das, ne? War kein Gestank. Geld! Eben. Zwei Anspielungen. Das ist schön, wie das wieder so ein Blitz ist. Ja, das ist irgendwie, hat Risiko, dass sie dich dann nicht mag, weil... Naja, klar. Geht so schnell oder so. Dann erstmal das nicht. Ja. Gestikulieren. Küsschen, Schätzchen. Ja, passt. Ja, das ist von allen Leuten geliebt, ja. Ich hab Hunger. Hi. 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 Ciao. Ne, ich hab die nicht nur hinsetzen. Diese Pose. Norton checkt sie nochmal ab und dann spielt er für irgendwas. Was? Zweideutige Anspielungen? Ja, zweideutige Anspielungen. Ja, sind, haben keine Gefahr, also. Achso, sie schaut, weil es schneit. Hast du Hunger? Ja, ein klein wenig. Kannst die Chips fressen, wenn du Türken fertig bist. Magic? Also Markus kein Problem. Dass Markus kein Problem hat, wenn ich im selben Zimmer bin, aber gut. Ja, ihr seid verwandt. Ja, gut. Weiß nicht, ist irgendwie nicht so die passende Repräsentation von den prüden Jugendlichen, die wir ja alle sind und waren und so weiter. Egal. Also du, ne? Ja. Hi. Ah. Mir fällt einfach nicht ein, was ich sagen könnte, weil einfach keine Sprechblasen mehr da sind. Ja, irgendwie, ne? So, jetzt echt das Schützen, ist okay. Die hast du rausgeholt, aber die kann ich auch gern essen. So, Vorschwenny! Spend it. Wollte auch nicht spend it. Der totale Hammer, okay, also gab's doch noch irgendwas Besseres. Gut. Hi. Ich bin damit nicht einverstanden. So gar nicht. Ich fühle mich hier schon zu Hause. Irgendwie. Du machst es jetzt so heimlich, so. Ach komm. Markus, wie geht's dir? Hast Spaß. Da ist ein Buch, Zeitung, wo sind die Hausaufgaben hin? Da, okay. Buch. Machen kann er sie da aber nicht. Ja, der kann sie von da nehmen. Nein. Dann kriegt ihr sie von da genommen, wenn er aufhört, sich damit aufzuregen. Ah. Ja, schon mal, wir reden weiter. Casually mittlerweile. Ja, Moment. Die Ausgaben. Nö, ist kein Problem, ich finde es nur erstaunlich. Ja, ist einfach, ne? Also Aufgaben anfangen ist gar nicht so einfach. Ja. Macht er jetzt aber. Huch. Bingo Party. 5000 Karrierepunkte. Ja. Sie geht. Ja, war direkt. Party. Oh, ich bin wieder da. Ja, er ist da. Spät. Er hat einen mentalen Zusammenbruch, weil er keinen Spaß hat. Wie wär's denn mal das Klopus? Ich werde mal kochen, glaube ich. Fertiggericht, weil mit der Sandwich ist doof. Ja, hatten wir schon. So. Nochmal 1000 Punkte. Ja, das sind jetzt Einflusspunkte. Ja, immerhin. Ja, pause mal ein bisschen was. Oh, Mädler. Was? Konntest du das nicht sogar irgendwie Ohren wackeln? Ja. Oh, springen Sie. Und springen Sie. Achso, okay. That's Duckface! Wie ist eigentlich gerade die linke Hand? Das ist doch nicht gesund. Doch, total. Na, es geht sogar noch.
Das sah von gerade eben viel schlimmer aus. Er dreht sich halt zur Kamera um, ne? Was seine Kamera hier ist. Das ist so creepy. Ist halt du, ne? Okay, er geht einfach so lang wieder. Sie hat den Kopf. Aushält. Nee. Was tun die Finger da? Wollte sagen, jetzt stehen die Hände ungesund. Ich fahre gleich hoch, wenn du weitermachst. Moment. Nein. Mit dem Hüftbacken dazu, ne? Mach das weg. Okay. Mach das weg. Mach das weg. Danke. Ja, voll grässlich. Lass ihn einfach Seil springen. Vielen Dank auch. Schön, ja. So, wer ist Rabo? Also Markus, der sitzt da. Okay, ich sitze da auf der Couch und... Ach so, okay. Fertig, ich ist in der Dose. Gut. Ich dachte, ich könnte kochen, aber nö. Dann schlürfe ich, hab dann fertig gerichtet. So, was treibst du? Meinst du, Dips weg. Üblich. Dann gehst du aufs Klo und dann gehst du duschen. Wie sich meine Wünsche spontan voll geändert haben, ne? Hm? Plus 4000 Laufbahn. Holy shit. Tja, ja. Was zweite? Streich spielen. Oh, ja, gut. Geht natürlich auch. Sticht sich irgendwie, ne? Bisschen was, ne? Hat er fertig gemacht? Ne, er hat nicht mal richtig angefangen. Nee, er hat einfach nur keinen Spaß daran. Boah. Spielt. Footback. Footback ist der Klassiker. Vielleicht nicht unbedingt draußen, das kann man auch drinnen spielen, aber. Er steht im Weg. Ich selbst. Was? Okay. What the fuck? Das geht hier ab. Die beiden wollen Footwork spielen, siehst du doch. Hey, please. Das ist mein Grundstück. Husch. Einzelmann. So. Dusche schon wieder. Flamme, jo. Wenn... Was meinst du, mal geht hier gerade ab? Ich glaube, wir sind ein bisschen dumm. Bisschen? Bisschen ist gut. So, haben wir es dann jetzt? Gut. Ich hab Markus für die Couch. Nicht. Markus ist das da. Ja, ich glaube, Markus wird in die Couch. Naja. Vor allem, ich finde das schön. Oh, du hast fertig richtig gekocht. Du hast einfach 6 Getränke rausgemacht und geöffnet. Mhm. Super. Und auf ein Tablett gestellt aus irgendeinem Grund. Ja. Blub. Er kommt sogar an die Dings ran. Schaust wieder da raus. Ja, dann nimm dir auch mal ein Getränk. Free Planner! Flottbind, das ist für Sport. Sag ihm ab! Nimm dir ein Getränk. Nimm dir ein Getränk. Das geht nicht. Der kommt da nicht durch. Doch klar kommt der da durch. Jetzt ballert es mal dadurch dann hier. Dann musst du ihn da außen rumlenken. Ja, es schneit. Also da kommt er durch, okay. Jetzt. KI. Wirklich. Lana! Synchron trinken. Ja. Mal los. So, der Spaß steigt, das ist gut. Hier auch. Duschen gehen, weil sonst müsste ich das ganz kurz vor morgen machen, vom Arbeiten gehen, das wäre unpraktisch. Warum wird man wach von? Ja, aber das wird zeitlich garantiert nicht passen. Morgens duschen ist in Sims eigentlich ganz schlecht. Please come on.
Und dann kann ich auch mal einen Job suchen, einfach mal. Weißt du, ich vielleicht nie in der Viertelstunde geduscht kriegen. Ja. Wow. Sifla! Du bist müde, geh pennen. So, wie sieht aus? Der Spaß steigt langsam, aber er steigt immerhin. Brauche ich mal was Interessanteres. Meine Güte. Ja. Ja, aber hier ist es ganz durchwachsen. Eigentlich. Wei. Aber abwechselnd perfekt irgendwie. Ja, irgendwie, ne? Mal los! Nein. Lada! Eigentlich sind es dieselben Jobs, aber teilweise habe ich gesehen, dass die Sims auch andere Jobs bekommen. Teilweise, ja. Ja. Reflaner! Nein, okay, dann nicht. Muss ich noch irgendetwas tun? Schlafen. Okay, schlafen. Diese Reithosen, unglaublich. Wie viel dazu? Tja, so was gedacht, ne? So. Reicht, sonst bringst du mir noch zusammen. Gehst du nochmal duschen und dann gehst du auch ins Bett. Aber wir haben doch gelernt, Spaß ist stärker als Schmutz, oder nicht? Warum musst du dann duschen gehen? Wer hat die Weste beigebracht? Die Werbung. Kennst du nicht? Nee. Und auch sicher. Wahrscheinlich. War das Weißer Riese? Kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Perwoll? Nee, Perwoll ist... Ist das neu? So, mach Hausaufgaben, Junge. Fertig. Kann man eigentlich mal schauen, wie die Stipendien hier aussehen. Ich werde den ersten Stipendien bewerben, so. Einfach mal schauen, vielleicht bringt es ja was. Wenn Leute durch unseren Garten laufen, wer bist du? Also ich habe ein Stipendium verdient, weil ich bin eigentlich die Reinkarnation von Elvis. Muss man fördern, ja, ja. Hallo? Und sicher. Er ist wieder da. Mach mal schneller. Eben. Wird entweder keinen Spaß mehr. Heißt, die Ausgaben müssen morgen fertig gemacht werden oder eben gar nicht. Das Problem kennen wir ja alle. Nee. Nicht? Oh. Was? Weil ich wieder befördert werden, du bist schon befördert worden, Junge. Huch. Okay. Entführung durch Außerirdische. Extraterrestrische Wiedergutmachung ist einfach auch ein Stipendiat. Mhm, super. Ja, also prinzipiell brauchst der Notendurchschnitt von 1- oder besser. Das ist das Normalste. Oder du wirst halt ein Athlet. Mhm, das geht glaube ich nicht so in der Kürze der Zeit. Aber vielleicht schon an sich, ja. Schon ist immer... Den Morgen irgendwie bessere Betten kaufen. Kuna, Tiba. Ja. Apropos bessere Betten. Waffen. Und ich glaube, das reicht dann auch so langsam. Hatten wir jetzt 2 Tage in 1,5 Stunden. Mhm. Ist ausreichend. Also Max kann hier im Schlaf sterben, weil er nicht spaßig geträumt hat. Leute, ich will wenigstens vielleicht gerne mal die Betten holen, aber momentan pennen alles ist doof. Eben.
So, erinnern wir uns dran, dass wir es das nächstes Mal machen. Wir werden uns im Leben nicht daran erinnern. Ach, bestimmt. Irgendwann werden wir dieses Video sehen und ihr werdet mich dann wieder darauf hinweisen, dass ich das gesagt habe. Sure. Das stimmt. Ciao. Ciao. Jo, tschüss.